Moin zusammen und willkommen hier bei Schwungvoll, dem Kanal rund um die E-Mobilität und heute mit einem ganz besonderen Fahrzeug, weil ich suche ja immer noch das neue Fahrzeug für mich, Nachfolgefahrzeug zum VW ID.3, den ich aktuell fahre und da wäre es schön, wenn es ein Auto wird, was so diese Strecke Bremen-Berlin in einem Rutsch schaffen könnte. Ich bin kein SUV-Fahrer, das wisst ihr vielleicht und deswegen gibt es da ganz, ganz geringe Auswahl nur, sprich Limousinen mit einer großen Reichweite. Und einer davon, das ist der hier. Erst einmal schönen Dank an die Berliner BMW-Niederlassung, die mir das Auto für heute zur Verfügung stellt, damit ich einfach mal mir ein Bild machen kann über das Fahrzeug, über den i4 hier in der 40er Ausstattung bzw. Motorisierung. Ist also nicht der M50, sondern der 40er. Reicht aber völlig aus. WLTP-Reichweite soll ja bei ungefähr 580 Kilometer liegen. Jetzt habe ich vorhin im Cockpit mir schon mal die 540 sehen lassen. Sobald ihr aber natürlich alles in Betrieb nimmt und so weiter, geht die Reichweite runter auf unter 500 Kilometer, was aber immer noch natürlich nicht schlecht ist. Reichweitentest und so weiter, Autobahn, das seht ihr in einem anderen Video. Hier geht es heute nur erstmal um das ganze Statische, beziehungsweise so ein bisschen, was der BMW zu bieten hat. Das ist allerhand. Also, der Akku hat eine Akkukapazität von nutzbar 80,7 Kilowattstunden netto sind es, 83 sind es brutto. Das Auto ist mit 4,78 Meter, 8 cm länger zum Beispiel als ein Model 3, es ist 18 cm länger als ein Polestar 2, hat aber mit dem Polestar einiges gemeinsam, zum Beispiel den sehr gut nutzbaren Kofferraum, nämlich hier hinten sollte man denken, es ist ein normaler, aber mit dem Kick hinten unter die Heckschürze seht ihr, dass er richtig gut zugänglich ist, also eine riesen Kofferraumöffnung, da bekommt man, ich weiß nicht, ob das Öffnungsmaß 60 cm sind, aber sonst bestimmt auch ein Trockner rein oder sowas. Sehr gut gelöst, ähnlich wie bei Tesla hier unten. Ein riesengroßer zweiter Kofferraum für das ganze Kabelgedöns, was ihr hier seht. Ansonsten natürlich geteilt umlegbare Rücksitzbänke und natürlich auch eine Durchreiche, weil man ja heute unbedingt noch Ski fahren muss und die Skier ins Auto kommen. Nein, finde ich natürlich gut. Ist aber, wie gesagt, alles nicht mehr nötig. Hier an der Seite seht ihr noch so einen Haken für Einkaufstüten und so weiter. Und die obligatorische 12-Volt-Steckdose, natürlich nur für Kleingeräte und so weiter. Nicht sowas, wie ihr das von Kia oder eben von Hyundai kennt. Ja, so viel erstmal zum Kofferraum. Natürlich alles elektrisch und von der Höhe her kann hier wahrscheinlich fast ein Stefan Möller auch stehen. Mit 1,75 ist das hier gar kein Problem. Bei einem so großen Auto mit einer so großen Haube hier vorne sollte man ja von ausgehen, dass er dementsprechend auch was unter der Haube hat. Aber den E-Mobilisten wird das dann doch enttäuschen. Nämlich ein Frunk, auf den verzichtet BMW, genauso wie es Mercedes tut. Der e-tron zum Beispiel als GT oder auch der Taycan hat ja was. Hier unter den Klappen ist für Service, für die Klimabefüllung und für Kühlmittel. Also selbst das ist nichts für den Kunden hier, was hier unter zu sehen ist. Ich krieg's nicht mal auf hier. Ja. Unglaublich. So, seht ihr mal. Da, Kühlflüssigkeit. Wieso ging das jetzt nicht auf? Also eigentlich egal. Weil Wischwasser, aber das wollte ich das eigentlich sagen. Hier, Wischwasser. Da kommt Wischwasser rein. Und damit ist schon alles gesagt zum Thema Haube oder eben nicht Frunk. Ja? Kann man sich jetzt drüber streiten, selbst Polestar hat es ja auch hinbekommen, einen kleinen Frunk anzubieten, was ich sehr angenehm finde. BMW verzichtet drauf, Mercedes verzichtet drauf. Ich glaube, das kann man besser lösen, gerade im Bereich nutzbare Fläche
Aber da wir ja hier eine Hybridplattform haben, ist es vielleicht hier gar nicht anders darstellbar. Muss man ehrlich gestehen. Mercedes macht es bei den EQ-Modellen EQE, EQS anders. Das ist eine reine Elektroplattform, die wiederum aber trotzdem keinen Zugang vorne zum, was ist denn das dann? Ein Motorraum? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Motor ist da sicherlich Auto unter, aber das Fahrzeug hier zum Beispiel ist heckgetrieben, deswegen ist der Motor an der Hinterachse und nicht an der Vorderachse. Was auffällt bei BMW, und das mag ich sehr, das ist das Thema Türenkonzept. Wir haben nämlich hier rahmenlose Türen. Wie gesagt, er basiert auf dem Grand Coupé und ein Coupé hat eben keine Türrahmen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn man jetzt mal in den Innenraum reingeht, auf die hinteren billigen, vermeintlich billigen Plätze, so muss ich sagen, sitzt man hier doch sehr, 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 sehr gut. Auf jeden Fall mit einem Aber, und das ist eben wieder die eben angesprochene Hybrid-Plattform, denn der i4 hat deswegen noch einen Kardantunnel. BMWs sind traditionell bis auf die kleinen Modelle heckgetrieben. Das heißt, hier läuft dann natürlich die Kardanwelle hinten lang und das ist natürlich auch aus Rohbaugründen. Der gibt natürlich auch Stabilität. Ein glattes Papier zum Beispiel lässt sich leichter knicken oder drücken, als wenn ihr in dem Papier ein Eck reinfaltet. Dann geht das nicht so schnell. Probiert es einfach mal aus. Und deswegen ist ein Kardantunnel, wenn das Auto nicht stabilisiert wird durch die Batterie zum Beispiel, auch für die Stabilität eines Verbrenners unbedingt nötig und in der Hybridplattform deswegen sehr, sehr, sehr wichtig für das Thema Stabilität bzw. Steifigkeit, heißt es ja. Gut, wo wir jetzt gerade hier schon im Fußraum sind, ich kann meine Füße mit Sportschuhen gerade so ein bisschen unter den Sitz schieben, muss ich eigentlich nicht, aber von der Sitzfläche her sitze ich tatsächlich recht bequem, habe auch hier zum vor mir eingestellten Sitz auf 1,75 noch ordentlich Platz für die Knie. Ein Thema ist ja immer das Anwinkeln der Beine. Ihr seht, dass hier meine Hand ganz gut unterpasst. Das heißt, ich sitze tatsächlich nur ungefähr bis hier drauf und dann ist dann das vordere Stück komplett in der Luft. Heißt, die ganze Rücksitzbank ist recht flach eingestellt. Das wird wahrscheinlich so sein, weil wir hier mit einer Coupé-Form haben. Ihr seht im Hintergrund den Verlauf der Fensterlinie. Und im oberen Bereich hier beim Scheitel ist dementsprechend ja, bei mir noch Luft. Ich sag mal ab 1,85, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, wird es dann hier noch eng. Es ist etwas mehr Platz als im Polestar, aber deutlich weniger Platz als es zum Beispiel beim Model 3 ist, die ja aufgrund dessen, dass sie einen normalen Heckdeckel haben, hier mehr Platz im oberen Bereich haben, weil hier hängt ja oben auch immer die große, große Heckklappe dran und damit das alles noch eine schöne Coupé-Form gibt, schränkt man dann den Kopfbereich ein, aber ich bin sowieso der Fahrer und deswegen sitze ich da vorne und nicht hier hinten. Ansonsten Isofix habe ich noch nicht erwähnt, hat er natürlich auf der Rücksitzbank auf beiden Plätzen. Hier nochmal das Thema Durchreiche mit zwei Becherhaltern hier, auch das ja, obligatorisch eigentlich schon fast gut nutzbar. Und die Durchreiche hier hinten. So. Ah, so geht das Ganze. Und dann habt ihr den Zugang direkt hinten in den Kofferraum. Ich komme so an meinen Rucksack dran. Auch nicht schlecht. Okay. Genug der billigen Plätze. Lass uns mal gucken, wie es vorne beim BMW aussieht. Ja, was kostet die Welt? Was kostet so ein BMW i4? In diesem Fahrzeug hier, der 40er, der fängt halt an bei 58.000 und ihr kennt das bei deutschen Fahrzeugen, das ist ein Listenpreis. Ne? Da könnt ihr richtig noch viel reinstecken und so weiter. Höchstgeschwindigkeit ist übrigens abgeregelt auf 190 km/h. Wenn ihr schneller fahren wollt, braucht ihr den 50er. Ja, ihr kriegt tatsächlich für das Fahrzeug noch den Umweltbonus in Höhe von 7.500 €. Das ist interessant. Allerdings wird das ja jetzt für nächstes Jahr so ein bisschen anders sein. Die Bedingungen verschärfen sich und jetzt müsste man gucken, wann ist der BMW lieferbar. Ich denke mal, Poolfahrzeuge kriegt ihr noch dieses Jahr. Alles weitere, alles das, was sonst irgendwie jetzt bestellt wird, da liegt ihr jetzt schon bei einer Lieferzeit von knapp 9 bis 12 Monaten. Das ist natürlich allerhand. Ja, 5,7 Sekunden braucht er von 0 auf 100, das ist bequem.
Leistung sind halt 340 PS, 250 kW, damit liegt er unter dem Polestar mit Dualmotor, aber mit, ich glaube, 5,7 Sekunden auf 100 und eben 340 PS kommt man, glaube ich, ganz gut voran. Heckantrieb habe ich eingangs schon erwähnt. Wenn ihr Allrad haben wollt, müsste es der M50 sein. Der kostet aber natürlich nochmal ein on top. Und für mich ist eigentlich immer so das Limit gewesen, dass ich mit etwa 60.000, vielleicht 65.000 irgendwie so rechne. Nachteil nämlich ist, dass ich aufgrund der vielen Pendelei zwischen Bremen und eben Berlin 25.000 Kilometer im Jahr fahren müsste und da die Leasingverträge dann exorbitant teuer werden und somit steht bei mir als nächstes Fahrzeug der Fahrzeugkauf an. Da geht es dann auch um das Thema Restwert, da muss man aber gucken, wie es bei BMW ist. Ich denke mal BMW, Mercedes, aber man weiß auch bei Tesla und Polestar, die Restwerte sind tatsächlich recht hoch und ich hoffe da dann nicht so viel zu verlieren. Wie bei einem BMW eigentlich schon fast typisch, sitzt man auf den vorderen Sitzen deutlichst anders als im hinteren Bereich. Ich möchte schon fast sagen tief und das mag ich. Ich liebe es tief in einem Auto zu sitzen. Ihr seht die Fensterlinie hier, wie hoch sie tatsächlich ist, also knapp unter meinem Schulterniveau. Oben natürlich dementsprechend Platz, obwohl der hier ein Glasdach hat, was mir persönlich ja immer sehr, sehr wichtig ist. Es ist ein kleines Glasdach, geht nur bis kurz hinter die Rücksitze hier, aber dafür kann man es öffnen. Das ist schon wieder ein Pluspunkt. Mir ist tatsächlich aber gar nicht das Öffnen das Wichtige, sondern das Licht von oben reinkommt. Ich bin ein Mensch, ich brauche unheimlich viel Licht in meinem Leben. Ich bin auch ein Freund der des Sommers und nicht des Winters. Und deswegen ist Licht bei mir unheimlich wichtig und ich mag es nicht, in der Höhle zu sitzen und deswegen immer Licht von oben. Darum geht es jetzt aber nicht, sondern es geht halt um den Sitzkomfort. Die Sitze natürlich, muss man nicht drüber reden, das ist halt ein BMW. Sehr, sehr, sehr gut ausgeformt. Hier vorne auch noch mit einer Oberschenkelverlängerung, die man sich dann so ein bisschen einstellen kann, dass man noch ein bisschen gemütlicher sitzt. Das ganze Auto ist nicht mehr ganz so fahrerorientiert, wie es die BMWs in den 90er und Anfang der 2000er noch waren, wo das ganze Cockpit ja noch zum Fahrer so ein bisschen hingeneigt war. Das ist nicht mehr der Fall hier. Aber man muss schon sagen, dass ein BMW immer noch irgendwo ein BMW ist. Das heißt, wenn man jetzt hier so ein bisschen mal sich das alles anguckt, dann hat man natürlich den typischen iDrive-Schalter immer noch. Ich kann hier natürlich, ihr seht das, es ist alles sehr smooth und mit Touch und so weiter bedienbar. Das geht ohne Probleme. Ihr habt hier noch ein riesen Menü. Better Route Planner in CarPlay, Google Maps in CarPlay. Das heißt, mega gut gelöst. Er zeigt in den Apps alle Apps. Das sind die Fahrzeug-Apps. Ihr könnt aber oben auf alle Apps gehen und dann zeigt er euch tatsächlich alle Apps an, die A auf dem Fahrzeug sind, ne? Zum Beispiel Thema Rettungsgasse, hier WLAN-Verbindung, die Displays, Fahreinstellung, all das, was er macht. Aber er zeigt mir auch hier zum Beispiel Nachrichten an, Apple Music, Mobility habt ihr jetzt hier gerade, Better Route Planner und was weiß ich. Mega gut gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich so noch nie gesehen. Das heißt, die CarPlay-Integration hier im BMW, die ist nochmal ein on top. Finde ich echt cool, weil so muss man nicht extra in den CarPlay-Modus rein, sondern kann es tatsächlich über das Hauptmenü machen. Schön gelöst das Ganze. Ja, und ein großer Screen durchgehend, wie es jetzt auch zum Beispiel bei Hyundai und bei Kia der Fall ist. Und gut ablesbar, schöne Helligkeit. Er ist tatsächlich auch nicht so schmal, wie es zum Beispiel im iX3 ist. Das habe ich ja so ein bisschen kritisiert. Nee, der ist richtig gut nutzbar. Und ihr seht auch von der Breite her richtig, richtig schön. Was ich zum Beispiel auch gut finde, ist, wenn man jetzt dann tatsächlich doch über CarPlay mal eben guckt, dann kann man hier zum Beispiel die ganze Breite ausnutzen. Mega gut. So soll es sein. So, ansonsten, Bedienlogik gut,
muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt zum Beispiel auch im Lenkrad habt ihr hier einmal die ganzen Mediasysteme und Telefonfunktionen drin. Ihr habt auf der anderen Seite dann alles, was rund ums Fahren ist. Das ist schön voneinander getrennt und gelöst. Hier unten noch der kleine Schalter für die Lenkradheizung, finde ich sehr lustig. Und ihr könnt das Fahrzeug halt auch mit der Stimme bedienen. Das geht dann so. Hallo bei BMW, wie wird das Wetter heute? Und dann sagt er euch das. Ich hoffe es. Dies ist das Wetter am aktuellen Ort. So, es soll regnen, ich hoffe nicht. Also aktuell ist 4%, aber es soll heute 46% Regenwahrscheinlichkeit geben. Ja, es ist ein bisschen diesig. Aber wir hoffen ja, dass es trocken bleibt, damit ich euch noch ein bisschen was von dem Fahrzeug zeigen kann. Ich habe es eingangs schon erwähnt, 4,78 Meter Außenlänge. Wenn man jetzt hier im Innenraum sitzt und man ist nicht ganz so eingebaut wie in einem Polestar, das seht ihr, aber es ist schön um einen herum gebaut, dann kommt einem das Auto gar nicht so groß vor. Platzverhältnisse sind wirklich gut, der Kofferraum ist gut nutzbar. Vorne sitze ich richtig bequem und eigentlich verliert er nur vorne durch die riesen Motorhaube. Wenn die, ich sag mal, 20 cm kürzer wäre, wäre er hier auf einem Polestar 2 Niveau. Wie gesagt, es ist die Hybridplattform, da muss man die eine oder andere Kröte schlucken. 4,78 Meter ist für mich gerade noch so, wo ich sage, das würde ich wohl noch fahren. Wie gesagt, ich suche ein Fahrzeug, was als Limousine fährt. Und da ist der BMW halt definitiv einer der potenziellen Fahrzeuge. So, BMW hat übrigens recht, es fängt leicht an zu nieseln. Was ist das denn für ein Murks? Egal. Ich wollte euch mal eben noch über ein ganz wichtiges Thema eben aufklären, nämlich die Ladegeschwindigkeit vom BMW i4. Natürlich lädt er mit CCS. Das seht ihr hier. Das ist AC und das ist DC. Und man kann natürlich auch, und das finde ich sehr cool, wenn man gleich auf DC drückt, öffnen sich beide, laden. AC hier 11 kW und DC bis zu 200 kW. Ich bin in einem anderen Video mit dem Fahrzeug nochmal auf der Autobahn gewesen, bin auf dem Weg zu Ionity gefahren und wollte mal gucken, was die realistische Ladegeschwindigkeit hier vom i4 zeigt. Leerfahren durfte ich ihn natürlich nicht, weil ich nur maximal 300 Kilometer fahren durfte. Aber das seht ihr in dem anderen Video. Jetzt hier geht es eigentlich nur um das Statische. Und bevor der Regen jetzt zu viel wird, möchte ich euch hier einfach nochmal zeigen, wie das Fahrzeug in der Seitenprofil, im Seitenprofil aussieht. Also schon sehr sportlich, das ist ja das, was ich mag. Und was ganz wichtig ist, was ganz viel kritisiert wird, ist ja diese Riesenniere. Und die finde ich, die ist beim schwarzen Modell gar nicht so aufdringlich. Wird nochmal unterbrochen durch das Nummernschild hier vorne. Und somit kann ich tatsächlich in diesem Falle mit dieser Niere sehr, sehr, sehr gut leben. So, ansonsten natürlich Matrix-LED und in diesem Falle hat der kleine 19 Zöller drauf. Die kriegt ihr noch in ganz anderen Größen, also was das Portemonnaie hergibt. Für mich aber ist es ein heißer Kandidat für das nächste Auto, was ich fahre. Das sind dann die Themen, die ich nochmal aushandeln werde. So, ich habe mich erstmal wieder ins Auto verzogen. Es fängt jetzt doch tatsächlich ein bisschen an zu nieseln. Kann euch nochmal eben ein bisschen was zeigen zum Innenraum selber. Der kann natürlich auch wie bei einem deutschen Fahrzeug komplett individualisiert werden. Das fängt hier bei den Dekoreinlagen an. Das fängt, das hört dann bei den Sitzen auf und so weiter. Ihr seht hier auch zum Beispiel mit den blauen Nähten und sehr schön ausgeformte Sitze hier mit den mit dem M-Logo-Farben hier drin. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ist tatsächlich auch gar nicht mehr so wild, das Fahrzeug, wie man es aus den vergangenen BMW-Modellen kennt. Gerade hier das mit dem Einheitsdisplay hier gefällt mir dann doch schon sehr, 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 sehr gut. Und auffällig wenig Knöpfe. Wir haben hier in der Mittelkonsole den genannten iDrive-Schalter, das habe ich ja schon gesagt, mit den Quick-Zugängen jetzt hier, Navigation, Map, Home, Media und Telefon, Option und Back und so weiter, seht ihr. Wir haben hier den Fahrtrichtungsschalter, früher auch Schaltknüppel genannt, aber hiermit ändert ihr halt nur die Fahrtrichtung jetzt inzwischen. Die drei Programme, Sport, Komfort, Eco Pro, Start-Stopp-Schalter, ihr könnt das ESP hier ausschalten, die Kamera aktivieren und die Park-Distance-Control ausschalten. Elektronische Parkbremse hat er natürlich hier. Ein
Mittelarmlehne, die man öffnen kann, nicht anders zu erwarten. Memory-Funktion für die Sitze, natürlich hier Spiegel einstellen, Fenster hochfahren, ihr könnt den Kofferraumdeckel von hier aus öffnen. Alles hier schön im Aluminium gehalten, sehr, sehr übersichtlich, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, also man findet sofort die richtigen Schalter. Schalter, apropos, ihr hier mit Bordcomputer und so weiter, könnt ihr hier nochmal resetten, Fernlicht, Automatik, was bei Matrix LED ja ganz cool ist immer. Hier habt ihr nochmal den anderen für, eigentlich nur für die Wischerfunktion, das war's schon. Und die Bedienelemente am Lenkrad habe ich euch bereits erklärt. Von daher ist das alles hier kein Hexenwerk. Also ich finde, ich fühle mich in BMW i4 jetzt nicht so überfrachtet, wie es tatsächlich in anderen BMW-Modellen ist. Meine Mutter selber fährt zum Beispiel den X2 und den finde ich deutlich anders als das, was ich hier vorfinde. Und da finde ich, da ist BMW tatsächlich jetzt auf einem guten Weg. Und ja, das mein erster Eindruck jetzt hier zum BMW i4. Eine kleine Exkursion. Qualitativ übrigens überall hinterschäumte Flächen im unteren Bereich, selbst bei den Flaschenhaltern hier unten, ne, also die Seitenablage hier, selbst das ist kein billiges Hartplastik. Also das kenne ich ganz anders von anderen Herstellern. Also das ist, wenn man so ein bisschen reindrückt, tatsächlich auch weich. Ich fühle jetzt mal eben die... Ja, hinten, also B-Säule und das Plastik, das ist tatsächlich hart, das ist nicht hinterschäumt. Aber sonst in den Bereichen hier unter der Mittelkonsole, wie gesagt, alles sehr, sehr, sehr smooth und hier, das ist alles schön. Hier oben nochmal hinterschäumter als hier. Also das ist hart zwar, aber es, ihr merkt es, also es ist nicht, es ist also genabt sowieso, aber es ist kein billiges Plastik. Und das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Übergänge zum Beispiel zum Dachhimmel hier oben und so weiter. Das ist auch sehr, sehr schön gelöst. Schwarzer Dachhimmel ist sowieso immer schön, finde ich. Persönliche Geschmackssache. Und Head-Up-Display vorne. Ja, hat er. Und somit lässt dieses Auto eigentlich wenig Wünsche offen, die ich habe, weil auch CarPlay natürlich an Bord ist. Das ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig. Wird es mein nächstes Auto? Ich weiß es nicht. Ich werde ihn jetzt noch ein bisschen fahren. Wie gesagt, ich werde ihn auf der Autobahn fahren. In dem anderen Video kriegt ihr das dann zu sehen. Wo liegt er dann beim Verbrauch? Was ist die realistische Reichweite? Ladekurve werde ich nicht ganz aufzeichnen können, weil so viele Kilometer darf ich nicht fahren. wie kriege ich ihn zum Beispiel bei mir in die Garage geparkt? Ist eine Tiefgarage, das sollte kein Problem sein. 11 kW AC an der Tiefgarage Batterie, an der Tiefgarage Wallbox meine ich, sollte für jede Batterie reichen. Und somit, ich zeige euch dann ganz viel in dem anderen Video. Dann auch was zu dem übrigens sehr, sehr interessanten digitalen Sound des BMW i4. Finde ich nämlich richtig, richtig cool. Hört sich gut an, bin ich ein Fan von, war ich beim e-tron auch, war ich auch beim Taycan. Und der BMW hat auch wirklich einen echt coolen Sound. Den kriegt ihr jetzt nicht zu hören. Dafür müsst ihr das andere Video gucken. Soll es von hier aus erstmal gewesen sein. Mein erster Eindruck hier statisch vom BMW i4. Gut nutzbares Fahrzeug, leider ohne Frunk. Aber heißer Kandidat neben Polestar 2 und dem vielleicht Mercedes EQE. Ich muss mal gucken. Ich kriege ja noch von Mercedes ein paar Prozente, weil ich da ja mal beschäftigt war. Das geht dann noch nach Auszeiten ein paar Jahre weiter. Mal sehen, was da das Angebot ist für den EQE, aber da reden wir dann auch von fast 5 Meter Außenlänge, was eigentlich schon den Rahmen sprengt. Da ist mir der BMW hier viel lieber, weil er deutlich kompakter ist. Und ja, bis zum nächsten Video. Schauen einfach mal rein, was meine Fahreindrücke sind und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.